Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Scrap Mechanic. Ich baue weiter am Führerhaus der Baureihe 290 und das ist ja die weltberühmte Diesellok der Deutschen Bahn. Und ich möchte das Teil möglichst originalgetreu nachbauen. So originalgetreu, wie es natürlich in Scrap Mechanic möglich ist. Mir wurde schon gesagt in den Kommentaren, dass meine Spurbreite wahrscheinlich etwas zu großzügig gewählt ist und auch mein Aufbau dadurch ein bisschen hochgeraten ist. Das kann natürlich sein. Man darf natürlich dabei aber auch nicht vergessen, je größer man den Maßstab wählt, desto einfacher wird es, bestimmte Details umzusetzen. Und das ist ja eigentlich mein Ziel. Ich möchte es ja möglichst originalgetreu machen. Und je breiter die Spurbreite auch ist, desto einfacher ist es dann letztendlich auch, dass beim Fahren auch nichts schief geht, weil die Räder dann auch ein bisschen mehr Spiel haben. Ist jetzt so meine Theorie. Und ja, ich denke mal, deswegen ist die Spurbreite gar nicht so blöd gewählt. Ich meine, es ist ein bisschen out of scale, ja, also der Maßstab ist ein bisschen sehr groß. Man merkt das jetzt hier, wenn ich hier so daneben langlaufe, der Charakter ist wirklich arg klein. Man hätte es wirklich theoretisch noch jeweils immer um ein oder zwei Blöcke vielleicht verkleinern können. Aber ich finde das schon so ganz gut, gerade auch mit den Fenstern, so passen halt diese schrägen Fenster auch rein. Die würden sonst zu groß werden tatsächlich. Und ich finde das so von den Proportionen her, auch mit den Mod-Teilen, finde ich das eigentlich so schon ganz gut aufeinander abgestimmt, was den Maßstab angeht. Ja, da wollte ich nochmal kurz drauf eingehen, weil es jetzt auch schon ein paar Mal geschrieben wurde. Deswegen, ja, ich finde das passt ganz gut. Ja. Ich meine, ihr seid natürlich auch herzlich dazu eingeladen, wenn ihr natürlich auch noch andere Ideen habt für so einen Lok-Nachbau, dass ihr eure eigenen Loks baut. Die werden dann natürlich nicht hier im Projekt dann gezeigt. Hier sind ja dann nur die Wagen am Start von euch. Aber ich kann zum Beispiel eure Lok dann auch in Scrap Z vorstellen. Ja, wenn ihr eine coole Lok gebaut habt oder so, das ist überhaupt kein Problem. Das können wir natürlich machen. Dann zeige ich das da, wenn ihr eine coole Lok gebaut habt, die vielleicht einen anderen Maßstab benutzt. Und vielleicht genauso gut funktioniert oder vielleicht sogar besser. Ja. Das geht natürlich. Aber bitte, ich würde euch wirklich bitten, bei den Wagen und bei den Zügen wirklich nur maximal die Sachen aus dem Modpack zu verwenden. Das wurde ich auch gefragt, welche Mods ich denn hier benutze. Es ist wirklich ausschließlich die Modpack mit noch The Modpack Polygons und halt diese sämtliche Sachen, wo The Modpack davor steht, kann man eigentlich sagen, um das Ganze ein bisschen abzukürzen. Ich muss mal gerade da schmulen. Ich muss mal gerade gucken, wie hoch die Fenster da sind. Das passt aber, glaube ich. Oder? Passt das? Ja, ich glaube, das passt. Immer wieder hochfahren. Es sind wirklich, huch, es sind wirklich vor allem die Modpack-Mods. Weil das auch die Mods sind, die wirklich am besten funktionieren. Ich habe nämlich festgestellt, dieser Fehler, der da von Scrap Mechanic produziert wird, der lag tatsächlich irgendwie an einem Mod, der wohl irgendwie nicht so ganz ausgereift ist. Das war, glaube ich, einer von diesen Small Thrusters Mods, glaube ich, war das. Und der hat wohl nicht so ganz so gut funktioniert, hat ein paar Probleme gemacht in Kombination mit den anderen Mods. Das ist nämlich auch so das Ding. Mods können nämlich in Kombination mit anderen Mods auch zu Problemen führen. Und das ist dann nicht so cool. Und ja, das ist halt der Haken bei Mods, ne? Bei Mods kann es zu Instabilitäten oder Inkompatibilitäten entweder mit dem Spiel oder mit anderen Mods kommen. Und das macht die Sache dann leider wieder ein bisschen schwierig mit den Mods. Ja. Und deswegen habe ich da ein paar rausgeschmissen. Und ich kann dann auch leider bei Scrap Z bestimmte Sachen einfach nicht mehr zeigen, die bestimmte Mods enthalten, von denen ich nicht überzeugt bin, wo ich dann sage, okay, die sind jetzt vielleicht ein bisschen nicht so gut optimiert oder die haben bei mir früher schon mal Probleme verursacht, die nehme ich dann lieber raus. Also seid bei Mods vielleicht lieber eher ein bisschen sparsam, wenn ihr Erfindungen einreicht, entweder für Scrap Z oder ja, für den Zug jetzt hier, für die Zugprojekte, lieber ein bisschen weniger Mods benutzen, wirklich nur die Mods, die ihr wirklich ganz, ganz dringend braucht. Ja, wenn ihr eine Funktion habt, von denen ihr meint, dass ihr sie eventuell auch mit Vanilla-Teilen umsetzen könnt, dann nehmt lieber eher die Vanilla-Teile, anstatt noch irgendwie einen Mod runterzuladen, der vielleicht nur eine ganz kleine Änderung vornimmt oder so. Ja, weil der macht dann meistens immer eher noch Probleme, weil es vielleicht ein Mod ist, den man ja, wirklich nur in Ausnahmesituationen braucht und das ist dann immer blöd, wenn der dann irgendwas zerschießt und das Ganze dann nicht mehr funktioniert. Ja, denkt immer an das große Ganze am besten. Niemals das große Ganze aus dem Augen verlieren. Das ist ganz wichtig bei Mods. Bei Ark verfahre ich ja eigentlich auch so. Da nehme ich ja eigentlich auch nur die Mods, die ich wirklich brauche oder die ich unbedingt vorstellen möchte. Aber meistens ist es dann auch so, wenn ich die dann vorgestellt habe, dann nehme ich die auch erstmal wieder raus.
weil ich nicht möchte, dass die mir irgendwas kaputt machen. So, jetzt müssen wir auf der anderen Seite natürlich auch wieder das Motorblöckchen bauen. Das ist ja tatsächlich auch die etwas, der etwas längere Part hier an der Stelle. Jetzt muss ich nochmal gerade gucken. Ja, okay, da habe ich mich gerade mal am Fenster orientiert, wie ich hier jetzt das nach vorne ziehen muss. Es hat echt schon was von dieser Baureihe, ne? Also es sieht echt schon wirklich sehr danach aus. Bahnfans können gerne einsteigen und mich korrigieren. Aber bisher war das Feedback auch recht positiv, muss ich sagen. Und ja, ich mache da natürlich jetzt einfach so weiter erstmal. Ich meine, noch sind wir ja auch noch nicht fertig, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Wir sind noch nicht final am Ende hier. Und wir müssen natürlich uns auch noch, wenn wir dann oben fertig sind, ganz dringend um den, ja, um den Radpart kümmern. Der Radpart. Genau, hier fehlt noch ein Block. Das habe ich gesehen. Joa. So, jetzt war hier vorne, hatten wir ja immer, wie hat man das hier vorne gemacht? Stimmt, ich muss das hier ja auch noch verändern. Fällt mir mal gerade auf. Ich muss ja hier noch die ganze Sache bauen mit dem, mit dem hier. Ja, stimmt. Ja, da war ja was. Moment, das müssen wir mal gerade machen, ne? Hier sind diese Teile. Ich ziehe mir da gerade mal rein, ne? Ich ziehe mir das mal rein. T-Kreuzung und Kreuzung noch. Sehr schön. So, und jetzt machen wir hier einfach mal, das schaue ich mal einfach mal weg. Und jetzt orientiere ich mich einfach. Ich meine, ich könnte das jetzt auch einfach ablöschen und drüber kopieren, aber es ist mir jetzt zu fingerig. Da geht nur wieder was schief und am Ende des Tages brauche ich wieder nur länger, das alles wieder zusammen zu fricken. Eins, okay, direkt drunter. Hier an der Stelle kommt eine T-Kreuzung hin, so war das. Ne, warte mal, die kommt sogar schon etwas höher. An der Stelle kommt die sogar schon, oder? Ja. Direkt drunter unter diesem Block. So, und dann die erste Kufe. Genau. Dann einen dazwischen freilassen. Noch eine Kufe, ne? 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 Ja. Genau. Eine gerade davor. Wie breit habe ich die gemacht? Zwei Blöcke, genau. Ist leider ein bisschen das Anstrengende bei solchen Erfindungen. Man muss dann oft immer wieder Teile oder Elemente wieder holen und nochmal bauen, die man schon mal fertig gebaut hatte. Ist immer ein bisschen nervig. Man freut sich, dass man so eine Treppe gebaut hat und dann weiß man aber, scheiße, auf der anderen Seite muss ich sie ja nochmal bauen. Und nicht immer ist es dann möglich, das so immer zu duplizieren. So, schauen wir mal. Das kommt hier hin. Das muss ich auch noch ein bisschen abrunden hier, diese Trittflächen. Die sind mir ein bisschen. Hatte ich das hier vorne eigentlich schon eingekürzt? Ja, ne? Ich glaube schon. Wartet mal, das müssen wir mal abzählen gerade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, habe ich schon eingekürzt. Alles gut. Okay. Irgendwie kommt mir das hier so schmal vor. Das ist wirklich im Moment. 1, 2, 3, 4. Ja, Tatsache, scheiße. Warum habe ich denn das hier nur 3 breit gemacht? Aber es würde theoretisch auch gehen. Egal, wir machen das. Wir machen das jetzt ganz clever. Wir löschen das, das und das weg. Oh Gott, ich muss niesen. Ha? Ha? Achschu! Gesundheit an mich selbst. Ja, meine Freunde. Wenn es in der Nase kitzelt, das ist so ein Ding, da kann man nichts dagegen machen. Da ist man hilflos ausgeliefert, sage ich euch. Hilflos ist man da ausgeliefert. So. Nochmal geschnupft und dann geht das. So, jetzt müssen wir. Ist das hier. Das ist auf der anderen Seite ist das auch so, ne? Mit diesen. Ah, wartet mal, genau, da fällt mir noch was ein. Haha. Das wollte ich schon längst mal gemacht haben. Ich habe es aber immer wieder vergessen, da gleich mal diese Scheinwerfer draufzusetzen, die da auch an die Stelle hingehören. Guckt mal. So nämlich. Haha! Wie das gleich das Aussehen verändert. Nicht schlecht. So ist das ja hier gedacht an der Stelle. So, wir gehen mal hier da. Genau, zwei Blöcke nach oben, dann eine. Hoch. Geh hoch.
So, also 1, 2. So, dann einen rüber. Nein, nicht so. Dahin. Dahin. Da, da, da. Da, da, da. Wie viele muss ich da nach unten gehen? Genau, bis hierhin. Also kann ich da noch ein paar drunter dengeln. So. Passt das? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das sieht gut aus. Wie bin ich da weiter fortgefahren? Und wir können ja schon mal die Lampen hinsetzen. Genau, dann einen nach oben, eine T-Kreuzung, zwei hoch und dann einen rüber. Also, einen nach oben, T-Kreuzung. Und wir sehen, hier vorne fehlt jetzt natürlich ein bisschen was. T-Kreuzung, zwei hoch. Rüber. Correctamente. So. Flup. Ha. Gut, das geht. Will nur mal schauen. Genau hier ist das zu Ende. Ah ja, dann müssen wir das hier wieder wegmachen. So, dann kommt an die Stelle. Genau. So. Flup, flup. Hier unten drunter kommt wieder eine Kurve. Und dann entsprechend der Block nach unten. Selbe Höhe, genau. Zwei Lampen dran. Einmal in die Richtung. Nach unten. Zwei nach unten. Und einmal nach hinten. Nee, Moment, nach vorne. Eine T-Kreuzung. Das können wir löschen. Dann wieder eins frei. T-Kreuzung, ne? Genau. Einen normalen Rohrblock. So. So. Ja, das sieht gut aus. Hoch. Ne, Moment. Das hätte ich andersrum machen müssen. Na, lösche es doch. Machen wir das mal. So. So. Jetzt schweiß mal einfach. Wunderschön. Alles kein Problem. Hoch. Genau, jetzt müsste hier natürlich die Reling kommen. Die ist jetzt hier natürlich nicht am Start. Das müssen wir noch entsprechend verändern. Jetzt bauen wir noch die Kufen rein. Und dann haben wir es ja eigentlich schon fast, ey. Wie schnell das dann am Ende doch geht, dass man so einen Zug fertig hat. Also zumindest schon mal die Lok. Schon beeindruckend. Wir müssen es natürlich noch einfärben, ja. Die ist natürlich nicht gelb-grau. Die Baureihe 290, das ist ja noch ganz wichtig. Das dürfen wir hier gar nicht vergessen. Und die ganzen Feinheiten für die Räder und so, das fehlt ja auch alles noch, ne? Das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Das dürfen wir hier alles nicht unterschlagen, meine lieben Freunde. Das gehört alles dazu. Das gehört alles zum Design. Nochmal hier vorne gucken ganz schnell. Ja, das sieht gut aus. Ach, warte mal, hier habe ich diese Strebe, die untere habe ich vergessen noch. Einen Block Abstand und dann da entsprechend rübergehen. Einen Block Abstand und rübergehen. Ist das hier vorne auch auf derselben Höhe gewesen? Wie der Boden? Ja. Schon sehr schön symmetrisch geworden alles, muss ich mal sagen. Boah, wenn wir das dann noch einfärben, das wird so cool aussehen. Das wird einfach so wahnsinnig cool aussehen, wenn wir das dann entsprechend eingefärbt haben in den korrekten Farben. Das wird eine richtig coole Baureihe 290. Ich ahne das schon, das wird richtig geil. Ich habe auch mal geguckt im Workshop, mal spaßenshalber, ob es schon Baureihen 290 gibt von anderen Leuten. Und ich meine tatsächlich nur eine einzige gefunden zu haben. Die auch ganz gut war, die war vom Maßstab her tatsächlich ein bisschen kleiner gewesen als die hier. Und ja, so jetzt schauen wir mal. War aber auch schön nachgebaut, muss man sagen. Also hat mir schon gefallen. Genau, wir brauchen jetzt die Wedges. Ich ziehe jetzt mal die ganzen Blöcke rein, die ich jetzt hierfür brauche. Hatte ich da oben Vierer genommen eigentlich? Moment. Das sind Dreier, ne, hier oben? Ich glaube schon.
Also erstmal natürlich diesen. Dann die beiden. Und ich glaube, es war... War es ein Achter? Nee, Moment. Hier von diesen Wedges. Es war, glaube ich, eine Achter. Es war keine Sechser. Hier an der Stelle vorne. Mal gucken. Wir werden es ja sehen an der Höhe. Wie weit bin ich da... Moment, wie weit bin ich denn da nach vorne gegangen? Ah ja, schon komplett ran, ne? Schon, das schließt hier schon komplett ab, ne? Genau. Dann muss ich den Motorenpart auch noch ein bisschen weiter nach vorne ziehen. Machen wir gleich. Es waren sogar Zehner, merke ich gerade, oder? Ja, es sind sogar Zehner gewesen, krass. Habe ich jetzt gar nicht mehr in Erinnerung gehabt, dass ich da so weit nach oben gegangen bin. Einmal 10 waren es. Ja. Crazy verrückt. Aber so ist mein Erinnerungsvermögen. Quasi nicht vorhanden. Mein Erinnerungsvermögen ist nicht mehr vorhanden. Es hat sich aufgelöst, vor langer Zeit schon. Genau, so passt das. So muss das sein. So, dann können wir das nämlich hier eins nach vorne verlängeln. Genau, und dann brauchen wir ja im Prinzip auch nochmal... Moment, so geht das nicht. Nochmal hier. So. Jetzt brauchen wir entsprechend 10er-Versionen von... Ja, einmal den hier. War doch der, ne? Da muss ich... Ja doch, das ist der, genau. Einmal die Seite und einmal die Seite. Ne? Na komm schon. Dreh dich richtig, komm. Ach nee, das muss ich ja auf dem Boden aufliegen lassen, ne? Sonst geht das nicht. Sonst kann ich es, glaube ich, nicht platzieren. Jawohl! Ist das korrekt? Ist das korrekt? Ist das korrekt? Sieht korrekt aus. Ja, passt. Okay, jetzt oben. Ah, ich sehe gerade, die Folge ist auch schon wieder zu Ende. Menschenskinder, wie schnell das immer geht, wenn man Spaß hat. Bis zur nächsten Folge Scrap Mechanic. Und dann machen wir weiter hier mit dem Motorraum. Und dann können wir ja mal gucken, ob wir das Ganze schon mal einfärben, damit wir mal ein bisschen sehen, wie das so in den Originalfarben dann noch aussieht. Bis zur nächsten Folge Scrap Mechanic. Bis dann, ciao, ciao.